Es ist 6.14 Uhr. Schönen guten Morgen. Der kleine Oskar aus Falkenhagen bei Berlin hat Krebs. Es geht ihm sehr, sehr schlecht. Aber um ihm eine Freude zu machen, hat die Organisation Kinderträume e.V. Oskars größten Wunsch erfüllt. Er durfte einen Tag lang Feuerwehrmann sein. Ich will Feuerwehrmann werden. Das ist Oskars größter Traum, genau wie bei vielen Jungs in seinem Alter. Doch etwas ist anders. Oskar hat Nebennierenkrebs, eine sehr aggressive Krebsart. Bis April 2008 war Oskar ein ganz normaler, fröhlicher Junge. Dann stellten die Ärzte bei ihm die Krankheit fest. Seitdem wurde er bestrahlt, bekommt eine Chemotherapie. Bei einer der größten Feuerwehrwachen in Berlin-Marzahn darf Oskar einen Tag lang sich alles ansehen und sogar selber ausprobieren. Andreas Heinrich und sein Kollege Sven Martin wollen diesen Tag für Oskar perfekt machen. Weil er alleine da ist, haben wir natürlich die Möglichkeit, intensiver auf ihn persönlich einzugehen, auf seine Wünsche und eben ganz viele Übungen mit ihm zu machen, die wir sonst mit der ganzen großen Kindergruppe gar nicht machen können. Höhenrettung ist so eine Übung. Angeschnallt geht es dann für Oskar hoch hinauf. Auch für seine Mama ist das ein tolles Erlebnis. Oskar, schön da oben? Macht Spaß? Ja? Das war schon immer sein Herzenswunsch, Feuerwehrmann zu werden. Und das ist es halt, Feuerwehrmann. Man freut sich so sehr mit für ihn und mir ist richtig ein Kloß im Hals. Oskars Eltern sind stolz auf ihren Jungen, der gegen den Krebs so hart kämpfen muss. Da hat auch mal Angst, wenn es immer ganz schön hoch da oben. Das ist aber ansonsten, ne? Das ist ein mutiger, tapferer Junge. Oskar genießt diesen Tag. Er saugt alle Informationen und Eindrücke in sich auf. Eine Uniform gibt es dann auch für ihn. Und das Tollste, er darf die Sirene im Feuerwehrauto ausprobieren. Davon träumt wohl jeder Feuerwehrfan. Hier das. Ja, warte mal, das blaue Licht, genau. Und den Schalter daneben. Den da. Warum war die Sirene so toll? Weil sie so laut ist. Als sei das schon alles. Nein, für Oskar gibt es noch eine weitere lautstarke Demonstration mit einer überhitzten Spraydose. Siehst du? Nun ist er zerknallt. Und das hören wir dann auch, wenn wir zum Beispiel im Feuer drin sind. Und da erschrecken wir uns dann auch manchmal. Cool, wa? Der Höhepunkt für Oskar, mitfahren im Feuerwehrauto. Auch für die Feuerwehrmänner ist es etwas ganz Besonderes, dem Sechsjährigen diesen Tag zu ermöglichen. Das Schönste für uns sind natürlich die leuchtenden Kinderaugen. Diese Belohnung für uns ist super. Und wenn man daran denkt, was er für ein schweres Schicksal hat, hoffen wir ihm Kraft gegeben zu haben. Heute durch unsere Arbeit und für die Zukunft. Vielleicht sieht man ihn später wieder und dann leuchten unsere Augen und seine Augen. Und dann hat es einen guten Abschluss für uns gefunden. Wenn Oskar den Kampf gegen seine Krankheit gewonnen hat, dann steht ihm und seinem Traum, Feuerwehrmann zu werden, nichts mehr im Weg. Wenn Sie, liebe Zuschauer, helfen wollen, schwerkranken Kindern wie Oskar Wünsche zu erfüllen, dann klicken Sie sich auf unsere Internetseite www.sat1.de Magazine. Da finden Sie alle Informationen zur Organisation Kinderträume.